Nein, er nimmt keine Flüchtlinge. Und mein Mann und ich, wir gucken uns so an, so. Was? Oh, mein Lassie. Jetzt stell dir das doch mal vor mit dem Adam. Ich finde das total schlimm, dass der seine Mama nicht da hat. Was? Ja. Okay, das ist alles. Was ist das? Ist das Hummus? Das ist Hummus. Ein neues Follow Me Round. Yay. Warum sage ich das eigentlich immer dazu? Steht ja eigentlich im Titel. Ja, steht eigentlich im Titel. Okay, ich versuche es nicht mehr dazu zu sagen. Also, wir sind jetzt gerade unterwegs. Wir holen den Gianluca ab. Der Alessandro ist mit dabei. Und der Gianluca hat jetzt Schulaus. Wir haben nämlich jetzt einen Termin. Wir sind eingeladen worden zum Essen. Ich freue mich schon so, so riesig darauf. Und zwar ist es kein deutsches Essen oder kein italienisches Essen, sondern es ist was ganz Besonderes. Und zwar von einer Familie, die ich kennengelernt habe. Die kommen immer zu mir ins Büro und er hat einen jungen Sohn, der ist 13, ne? Ja. 13 glaube ich, ja, der geht in die dritte Klasse und der ist immer mit dabei und übersetzt für seinen Papa, weil sein Papa nicht so gut Deutsch kann. Wir sind hierher nach Deutschland geflüchtet und die haben mir auch erzählt, wie sie nach Deutschland gekommen sind. Leute, ich habe innerlich, ne, ich habe so geweint, es war so, so traurig, bin teilweise kilometerlang zu Fuß gelaufen und oh Gott, mein Herz hat so weh getan. Jedenfalls mussten sie die Mama dort lassen, in ihrem Land. Jedenfalls mag ich den Jungen so, so gerne, ne, Lassie, der ist so süß und ich umarme den dann auch jedes Mal und kann nicht verstehen, warum seine Mama nicht bei ihm ist und ich finde das so traurig, also ich kann es verstehen sowieso nicht, aber so, es macht mich so traurig. Wisst ihr, wie ich meine? Oh Gott, ich werde schon wieder total emotional. Okay, ich habe hier auch Geschenke. Schaut mal. Ja, ich freue mich schon. Lassie, du gibst es ihm dann, ne? Ja. Okay, da ist auch ein Uno-Uno-Spiel mit dabei. Und da habe ich mir gedacht, das können dann die Jungs spielen. Und ja, die haben wohl ziemlich viel zu essen jetzt für uns vorbereitet. Und mein Handy geht gerade schon. Ich glaube, das sind sie. Also, ich muss mal los. Wir sind da. Da ist mein Lukita. Der Lassie ist auch hier. So, wir haben jetzt erst noch einen Parkplatz suchen müssen. Also auf jeden Fall habe ich jetzt gerade einen jungen Mann gefragt. Und die sind aus dem Libanon. Ja, also gibt es jetzt typisches Essen aus dem Libanon. Hoffentlich schmeckt uns was. Herr Lassie. Ja. Wenn uns nichts schmeckt, dann gehen wir nach Hause. Okay, ich bin gespannt. Ich freue mich schon. Du auch, Lukita? Ja. Ich habe auch ein paar Kekse dabei, wenn dir nichts schmeckt. Nein, ich mache nur Spaß. Oh mein Gott, ich glaube, ich esse die nächsten Tage nichts mehr. Schaut euch das an. Und Kinder, was meint ihr? Lassie, was meinst du? Das sieht lecker aus. Ja, und oh Gott, ich liebe Minze. Was ist denn das hier? Hm. Was ist das? Keine Ahnung. Also ich bin schon gespannt. Das ist Crespi. Das ist Crespi. Okay, das schmeckt mir. Hummus, oh lecker. Das in Libanon essen, ja? Ab wann wir aufstehen. Ja. Früh, dann isst du dir das. Oh mein Gott, okay. Das in der Tabule. Bestanden. Das Salat, nein, dieses das Salat. Das nein, das der Hackfleisch, bestimmt. Ja, Fleisch, ja, und Tomaten. Oh, lecker. Das mag ich ab gern. Das magst du am liebsten. Fattusch? Ja. Fattusch, Leute, Fattusch. Keine Ahnung, was das bedeutet. Also wir essen jetzt erstmal, ne? Knoblauch. Ich esse das nicht. Okay, du isst das nicht. Also gut, wir fangen jetzt an. Ja. Ne? Lassie, du möchtest bestimmt das da, oder? Ja. Okay. Ich auch. Lecker! Nein. Nein. Auch nicht. Kinder spielen gerade ein bisschen. Gut. Ja. Jetzt ist der Adam wieder dran. Da sind wir wieder. Ich bin total voll gefuttert. Es war so lecker. Ja, es waren so viele Sachen. Ja, ne? Ja. Der hat sich so viel Mühe gegeben und der Adam hat auch ganz fleißig mitgeholfen. Boah, das war so lecker. Das war halt mal was ganz anderes, ne? So nichts Typisches, diese Gewürze, also wirklich ein Geschmackserlebnis vom Feinsten. Und meinen Kindern hat es sogar geschmeckt. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass da nichts dabei ist, was ihnen schmeckt. Aber da waren ja so kleine Hotdogs. Ja, wie so kleine Hotdogs. Die hat er aber selber gemacht, ne? Das war echt der Wahnsinn. Also der hat alles selbst gemacht. Der war wohl mal Bäcker irgendwie im Libanon. Der hat mir auch ganz viel... Ich muss die Kamera immer nur ein bisschen richten. Ich habe diesen Halter zu Hause vergessen. Ich hoffe, dass es euch nicht zu wackelig hier wird. Jedenfalls hat er mir total viel erzählt vom Libanon und von Syrien.
und hat mir Arabisch versucht beizubringen. Also es ist richtig schön, ne? So mal eine andere Kultur kennenzulernen. Und es war so, so schön, diese Kinder halt einfach auch zu sehen. Die eigentlich nicht dieselbe Sprache sprechen, also nicht ganz dieselbe Sprache sprechen und sich trotzdem verstehen. Ne? Ja. Ihr habt euch voll gut verstanden. Jedenfalls habt ihr jetzt einen neuen Freund. Und da freue ich mich, weil der Adam hat es, glaube ich, gar nicht so leicht, auch nicht in der Schule, was er mir so erzählt hat. Vor allen Dingen hat er halt echt erzählt, dass sie über 3 Monate gebraucht haben, um nach Deutschland zu kommen. Mit dem Schiff und so weiter. Und die hatten echt Angst zu sterben. Da ist irgendwie Wasser reingekommen ins Boot. Und die hatten echt Todesangst. Ne? Also der Adam hat auch ganz viel geweint auf dem Schiff, Boot, Kanu, was auch immer. Und da hat mir erzählt, also der Vater hat mir dann erzählt, dass wohl auch Menschen gestorben sind. Also richtig heftig, Leute, richtig heftig. Sowas muss ein Kind auch erstmal verarbeiten. Ne? Wahnsinn, echt Wahnsinn. Ja, und die Mutter ist, wie gesagt, noch im Libanon. Und die wissen halt nicht, wann sie kommen kann mit der Schwester, weil die müssen ja hier auch erstmal alles regeln. Ne? Es waren übrigens auch noch ein paar andere Freunde mit dabei und es war richtig schön, auch mal so zu hören, wie die sich so untereinander unterhalten. Ne? Es war total spannend. Ne? Ich habe das jetzt echt voll genossen. Und ja, was hat das Auto da gerade rechts gemacht? Ich hasse es, wenn Männer am Straßenrand pinkeln. Ich finde das so schrecklich. Das macht ihr nicht, wenn ihr groß seid. Hallo. Das machen wir Frauen auch nicht, oder? Also ich habe noch keine Frau gesehen, die das gemacht hat. Naja, Männer machen das halt. Wie hat es euch so gefallen? Gut. Ja? Was hat dir am besten geschmeckt, Lukito? Mit den kleinen Hot Dogs. Ja? So, der Luki ist jetzt bei seinem Kumpel. Ich habe den da jetzt dahin... vor lauter Essen kann ich nicht mehr reden. Alter Schwede. Leute, ich kann nicht mehr reden vor lauter Essen. Okay, also den Luki habe ich jetzt zu seinem Kumpel gefahren. Den hole ich dann heute Abend um 9 ab. Und Alexa? Leise, bitte. Wir haben jetzt eine neue Freundin, die Alexa. Der Lessi ist draußen auf dem Trampolin. Wir gehen mal gucken, was der so macht. Kommt mal mit. Ja, ist ganz nass, das Trampolin, ne? Schaut mal vom Sturm. Oh Mann, das muss der Max unbedingt reparieren. Er muss das ja eigentlich nur reinstecken, aber... Ah, das ist total doof. Der Sturm war echt heftig hier bei uns. Okay, probier. Probier's. Okay, aber den kannst du gut. Ja. Übung macht den Meister. Super. Wo ist eigentlich die Bella? Bella. Bella. Die ist da hinten. Ah, da kommt sie ja, die kleine, feine Bella. Wo warst denn du? Hm? Hast du wieder die Katzen gesucht? Also, wir gehen jetzt mal rein. Ja. Ich habe jetzt noch ein bisschen Arbeit. Warte, ich drehe euch mal um. So, da bin ich. Also, ich gehe rein. Ich habe noch ein bisschen Arbeit und dann muss ich ins Büro. Das war so lecker. Ich bin voll im Fresskoma. Kennt ihr das, wenn ihr total lecker esst und dann am liebsten schlafen wollt? Ja, so fühle ich mich irgendwie gerade. Aber das hat er mir schon gesagt. Ne? Wenn du bei mir isst, dann musst du danach schlafen. Die ganze Familie hat es eigentlich gesagt. Ne? Das ist auch so seine Schwestern und so. Haben gesagt, wenn du zu uns kommst, dann willst du danach schlafen. Ja, würde ich jetzt gerne. Geht aber nicht. Also, ich arbeite jetzt noch ein bisschen was. Wartet, ich nehme euch noch mal mit rein. So. Bella lassen wir jetzt noch kurz draußen. Mit dem Lassie. Oh. Ja, das ist halt hier so. Vielleicht habt ihr das Video schon dazu gesehen. Boah, ich habe mich so ausgelassen. Ne? Ich habe so heftigst meine Meinung gesagt. Ja, und jetzt hängen die dann auch da, die Perücken. Wir gehen mal zu Alexa. Ich zeige euch mal Alexa. Kommt mal mit. Alexa? Du bist toll. Danke. Du bist auch echt cool. Danke, Alexa. Alexa? Mach ein Lied von Lionel Richie. Songs von Lionel Richie werden von Spotify abgespielt. Alexa, wird Max sein Abitur bestehen?
Da bin ich mir leider nicht sicher. Also klares Nein. Klares Nein, okay. Das ist so gemein. Alexa! Leise! Alexa? Aus. Machst du es dann aus? Ja. Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit Alexa. So, also ich hänge jetzt noch schnell die Wäsche auf und ich habe mir überlegt, dass wir mit Adam mal in ein Kinderland fahren. Ja. Was meinst du? Wird Spaß machen. Oder? Der kennt es ja nicht, so ein Kinderland mit so Hüpfburgen und so. Ich finde, das ist eigentlich voll die gute Idee, ne? Ja, hat auch richtig Spaß gemacht mit dem Spiel. Ja, der ist so süß, der ist so nett. Und der ist, wie soll ich das jetzt erklären? Also der ist von der Statur halt jetzt nicht so schmal gebaut wie der Alessandro. Ne, der ist ein bisschen kräftiger, also nicht böse gemeint. Und der Vater hat mir erklärt, dass das so ein wichtiges Ding bei denen im Land ist. Ne? Also jetzt so dünn wie der Alessandro, da werden die Kinder eher als krank abgestempelt. Wisst ihr, wie ich meine? Also irgendwie fand ich es super interessant, was der mir erzählt hat. Aber meine Kinder sind ja gar nicht krank. Die essen ja auch ganz normal. Ne? Aber in Italien ist es ja auch so, ne? Kinder müssen essen und ganz viel essen und dann sind die und gesund. Spaghetti und Pasta. Und ne? Pizza. Bolognese. Von der Oma. Ja, voll übertrieben, was das Essen betrifft in Italien. Jedenfalls hat er mir das so erklärt, ne? Und der ist so süß, der Adam. Ich mag den so gerne, ne? Und ich muss den auch immer so umarmen. Und ich denke mir so, mein Gott, die Mutter kann den jetzt gar nicht umarmen, ne? Der tut mir immer so voll mein Herz weh. Weil ich kann ja meine Kinder umarmen. Ja. Gott sei Dank, ey, was würde ich machen ohne euch? Da würde ich sterben. Ne? Da würde ich sterben. Komm, wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Da ist nämlich auch die Bella. Nee, die schläft wieder. Ah, oh, Bella, du bist eine Schlafkappe. Bella, komm mal her. Komm mal her. Ja, komm. Die schafft's nicht. Die schafft's erstmal nicht. Erstmal schlecht. Leute, die will nicht ins Bild. Es ist so süß. Ganz viele von euch sagen mir, ah, oh, die wollen viel mehr die Bella sehen. Ja, wenn sie mal herkommen würde. Ich glaube, die ist auch im Stresskoma. Ja, komm. Ja, komm mal her. Ja, so ist fein. Ja, dass die dann immer an die Kamera kommen muss. Ja, wo ist denn meine Feine? Du hast nichts zu essen bekommen, ne? Oh, da hättest du Spaß gehabt, du. Ey, da hättest du Spaß gehabt, wenn du dabei gewesen wärst. Habe ich eine Knoblauchfahne, Bella? Ich brauche Kaugummis, wenn ich jetzt ins Büro gehe. Ich sag mal, die Leute, die gehen rückwärts aus dem Büro raus. Hm, Bella? Rieche ich nach Knoblauch? Okay, sie hat sich hingelegt. Ich glaube, sie schläft gleich ein. Na, Bella? Was ist denn? Ja, du willst spielen. Ich weiß das. Leslie, ich muss die Wäsche aufhängen. Ja. Ich habe keinen Bock. Wie sagt die Steffi immer? Ich habe keine Bocke mehr. Ich habe keine Bocke mehr. Oh, die Kamera war gerade so falsch. Ich habe keine Bocke mehr. Ne? Oh, Bella, aber du hast aber auch ganz schön Mundgeruch. Oh, mein Lassie. Jetzt stell dir das doch mal vor mit dem Adam. Ich finde das total schlimm, dass der seine Mama nicht da hat. Aber wieso ist die nicht mitgekommen? Ja, weil, schau, die mussten ja hierher flüchten wegen dem Krieg. Der hat auch kurz den Fernseher angemacht und dann kamen so Nachrichten, ne? Ja. Also in denen ihrer Sprache halt auf Arabisch, keine Ahnung, ich habe ja kein Wort verstanden. Ja. Und da kamen Bilder vom Krieg, aber sowas. Und da habe ich gesagt, können wir umschalten, weil, ja, nicht, dass ich das nicht sehen kann. Möchte oder so, weil, ne, ich weiß ja, was in der Welt los ist, aber ihr wisst schon. Ne? Ja, und auf jeden Fall mussten die halt flüchten und dann ist der Vater halt zuerst hierher gekommen mit dem Adam und ich habe auch nicht verstanden, warum die Mutter nicht gleich mitgekommen ist. Mhm. Vor allem das, ich habe keine Ahnung, ich kann mich da ja auch schlecht einmischen, was weiß ich, was denen ja in deinem Kopf rumgeht, was die für Gründe haben. Auf jeden Fall total schlimm. Und der, ne, wenn der hier so einen Imbiss aufmachen würde, das wird so abgehen. Da wäre alles voll. Ja, das wird. Gerade die Leute, ne, wenn die kurz Mittagspause haben, würden die schnell reingehen, würden die bei dem was essen. So lecker. Dieses Hackfleisch. Ja, dieses
Wie hat das geheißen? Das hattest du doch auch mal mitgenommen. Ja, aber auch, das war was Türkisches. Ich glaube, da heißt es Köfte. Kann das sein? Ja, aber bitte hatet mich jetzt nicht in den Kommentaren. Hatet mich bitte überhaupt nicht. Wegen, wenn ich was... Ja, weil... Oder ausspreche. Ausspreche oder falsch. Und er hat auch immer gesagt, Walla, Walla. Ne? Komm schon. Hä? Nee. Schnell, oder? Heißt es Walla? Nee. Walla, Walla? Oh, ich habe keine. Ich habe nur ans Essen gedacht. Was interessiert mich? Ja, was Walla, Walla heißt. Beim Essen so, ja, jetzt sei still, ich will essen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe schon zugehört, aber ich habe auch nebenbei gegessen. Und gedacht, sei still, ich habe Hunger. Lass mich da alles essen. Vor allen Dingen, ne, der hat halt gestern Abend schon angefangen, alles vorzubereiten. Der ganze Tisch war voll, ey. Ich habe es euch ja eingeblendet, oder? Ja, ich glaube, ich habe es abgefilmt, oder? Ja. Bevor ich mich hingesetzt habe. Ich konnte es ja kaum abwarten, ne? Naja, okay. Also gut, meine Lieben, das war jetzt heute unser Ausflug zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Familie, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, vor allen Dingen der kleine Adam. Und ja, ich hoffe natürlich, dass er ganz bald seine Mama sehen kann. Da blutet halt mein Mamaherz. Ich glaube, ich habe es jetzt echt oft genug gesagt, gell? Ja, und wir nehmen ihn mit zu den... zum Indoor-Spielplatz. Das habe ich mir vorgenommen, weil der kennt es nicht. Und ich glaube, da hat der seinen Spaß. Ja, mit dir dann und mit dem Lucky, ne? Aber der ist immer so voll. Ja, wir können ja nur Wochenende hin. Da ist am meisten los, ne? Egal, wir nehmen den Adam mit dorthin. Ja. Und ich freue mich auch, also seine ganze Familie noch besser kennenzulernen und diese Kultur und deren Sprache. Und ich frage dann auch immer, was heißt Mama, was heißt Papa? So die leichten Sachen. Und dann erklärt er mir das immer alles, echt für sein Alter. Also erstens mal hat er schon meiner Meinung nach viel zu viel mitgemacht für sein Alter. Viele traurige Dinge gesehen und erlebt. Und auch diese Verantwortung, die er jetzt trägt, ne, für seinen Vater mit, weil er halt echt alles übersetzt. Der hat immer seinen Sohn dabei und der Kleine übersetzt. Setzt alles. Also er, der Vater, ne, von Adam, gibt sich auch Mühe, das ist keine Frage. Und ich verstehe ihn auch, wenn er was erklärt, aber wenn es dann halt so um Mentalitäten und so geht, wenn er mir was erklären möchte, ne, aus dem Libanon oder so, dann... Dann versteht man es nicht. Ja, ich kann es dann nicht so gut verstehen und der Adam erklärt es mir dann. Ne. Ja, total süß. Ich freue mich schon, wenn die wieder ins Büro kommen. Ja. Naja, okay, meine Lieben, also das war so ein kleiner Ausflug, so ein kleiner Einblick mal in unseren Mittag. Und ich mache jetzt noch ein bisschen Wäsche. Und ich esse ein Eis. Du isst ein Eis? Okay. Mein kleiner, lecker, wie sagt man so, Schlemmer, wie sagt man das? Leckermäulchen. Leckermäulchen, ach, ich sag's euch einfach auf Arabisch. Keine Ahnung. Auf Italienisch. Ja, okay, also... Ein ganz kleiner Einblick, wie gesagt. Ich habe einfach gedacht, ich nehme euch mal mit. Und ich mache jetzt auch Schluss. Ah, jetzt ist er eingepennt. Das ist der Knoblauchgeruch von der Mama, oder, Bella? Ja, meine kleine Feine. Hallo, du hast doch heute noch gar nichts gemacht. Werd mal wach. Hallo. Bella? Kleine Feine, ne? Heute Abend gehen wir wieder Gassi. Okay? Ja, da gehen wir wieder schön Gassi, ne? Okay, meine Lieben, also, ich mache mich jetzt fertig. Mach hier noch ein bisschen was und dann geht's ins Büro. Ja. Okay? Also, ich wünsche euch was. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so Erfahrungen gemacht habt. Und abonnieren nicht vergessen. Da würden wir uns natürlich freuen. Ja, da würden wir uns freuen. Aber sind bei euch so in der Umgebung viele Flüchtlinge, mit denen ihr dann Kontakt aufnehmen könnt, einfach euch austauschen könnt, vielleicht Kinder im Kindergarten mit euren Kindern oder in der Schule. Also es würde mich total interessieren, lasst mich das gerne mal wissen. Vielleicht könnt ihr euch ja dann auch mit den Eltern connecten. Also wenn die Kinder miteinander spielen, dass man einfach sagt, hey, ich lade euch mal ein, kommt zu uns nach Hause. Ne? So, dass die einfach integriert werden. Ja, das finde ich auch super wichtig, dass das also passiert, weil man kann nicht nur schimpfen. Ne? Also wir haben bei uns im Ort ein Büro, dass dieselbe Arbeit quasi macht wie wir und die sagen von vornherein, die wollen keine Flüchtlinge. Die arbeiten nicht mit Flüchtlingen. Wir waren mal bei einer Versammlung. Magst du dir dein Eis holen, Schatz? Ich glaube, ich erzähle das noch kurz. Wir waren bei einer Versammlung
Und dann meinte eben der Chef von diesem anderen Büro, nein, er nimmt keine Flüchtlinge. Und mein Mann und ich, wir gucken uns so an, so, was? Wie? Du nimmst keine Flüchtlinge? Hä? Nee, das ist ihm zu viel Arbeit. Und die sprechen so schlecht Deutsch und da hat er keinen Bock drauf. Alter Schwede, habe ich mir gedacht, läuft ein bisschen komisch bei dem, ne? Ey, Leute, da war ich echt enttäuscht und voll traurig. Ich sag ja immer selbst, ich bin Ausländerin, aber ich bin gar keine Ausländerin. Ich bin hier in Deutschland geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier meinen Abschluss gemacht, meine Lehre und habe halt in Italien auch Schule gemacht und einen Abschluss. Aber meine Eltern sind eben Italiener, ne? Ich sag immer, ich bin Ausländerin, weil ich immer so behandelt wurde. Vor allen Dingen als Kind wurde ich total gemobbt. Als, ja, eben blöder Ausländer und ich stinke und ja. Stöhne. Ja, nee, ich stinke auch nicht. Nee. Ja. Das war so schlimm als Kind und ich dachte immer, das wäre normal, dass man so behandelt wird. Boah, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Jedenfalls weiß ich jetzt, dass es natürlich nicht so ist. Und ja, deswegen bin ich der Meinung, dass man da auf jeden Fall helfen muss. Man muss helfen. Es gibt Leute, die sind einfach gewillt, ne? Die wollen. Die wollen hier Deutsch lernen, die sind super fleißig. Es gibt natürlich auch andere, klar, das ist überhaupt keine Frage, ne? Aber das ist ja mit jeder Nationalität so, oder? Sind wir mal ehrlich, was soll das Scheiße? Naja, ich reg mich auf. Reg mich schon wieder auf. Lassen wir das lieber. Na, Lassie? Mhm. Wie Mama, ey. Wenn es um Ausländer geht. Nee, ich mag auch keinen Reis. Ich mag keinen Reis. Magnum. Ja, das ist lieb, dass du gefragt hast. Das macht man ja auch, ne? Immer schön höflich fragen. Naja, okay, Leute, ich könnte euch jetzt noch ewig erzählen. Ne? Ich glaube, ich mache mal so eine Laberstunde, oder? Was meint ihr? Ihr nehmt euch einfach einen Tee oder einen Kaffee, setzt euch hin und ich erzähle. Ihr könnt euch die Fingernägel lackieren. Warum setzen wir uns einfach auf den Boden hier, Schatz? Wir haben da Stühle. Wir setzen uns halt hier echt knallhart auf den Boden, ne? Schaut. Wir sind einfach anders. So, wir beenden dieses Video. Genug gequatscht. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch dran seid. Glaube ich. Der Lissandro glaubt nicht. Naja. Okay, dann jetzt aber wirklich zum letzten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen. Abonnieren nicht vergessen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.